Und damit herzlich willkommen hier bei der Neumeister. Ja, tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich hatte viel im Theater zu tun. Es war einfach eine komplett anstrengende Zeit. Aber jetzt bin ich wieder da und es geht weiter. Ich habe Wounded und Granny erstmal außen vor gelassen, denn es ist ja Layers of Fear 2 rausgekommen und ich habe nicht mal den ersten Teil gespielt und dachte, komm, wir machen zusammen The Road to Layers of Fear 2. Deshalb fangen wir jetzt mit Layers of Fear 1 an. Wie gesagt, noch nichts darüber gesehen und ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Ich habe gehört, es soll sehr geil sein. Also würde ich sagen, los geht's. So, entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das am nasalen Ton oder am krubbeligen Hals. So. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Yes. Oscar Wilde über das Gemälde von Dorian Gray. Achso, wir sind schon mittendrin. Ich dachte, das wäre eine Sequenz, weil er so taumelte, wie ich am Wochenende. So. Das ist übrigens die Unity Engine, falls es jemanden interessiert. Okay, wir taumeln mal hier rüber. Ah, lieber Visage, sowas mag ich. Okay, schauen wir mal. Layers of Fear. Okay, mit rechts kann man ranzoomen. Jetzt kann ich nochmal Space drücken. Ah, okay, dann ist es übersetzt. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, Pesky Pest Schädlingsbekämpfung. Okay. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Befall. Gehen davon zumindest aus. Ein Halsband. Aha. Haben wir mal einen Hund oder eine Katze? Oh, ich dachte erst, das wäre Blut, aber hier ist eine Weinflasche hinuntergeplumpst. Ich dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, japs, in anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Okay, wir sind also ein Maler, so wie es aussieht. Wahrscheinlich. Also das habe ich schon mal auf jeden Fall gelesen, dass es da halt um Bilder geht, gemalte Werke etc. So. Küchenwaage. Okay. Noch ein Brief. Farben. Goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna. Pinsel mal 25, Lufterfrischer 50. Okay. 10 Kilo Äpfel, 30 mal Schnaps. Auch nicht schlecht. Ach, bis hier, du hast wirklich schon 15, 30. Ja, wenn ich Bier einkaufen gehe, ist es auch so. Ich brauche nur eine Flasche, ein Sixpack. Okay, ich bringe Kasten mit. Okay, sonst ist hier. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Man kann hier bisher nur die Schränke öffnen. Kann ich hier Licht machen? Nein. Hm.
Okay, das sah so aus, als ob man das benutzen könnte. Oh, was ist hier passiert? Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, in mein Büro. Da ist halt schon mal ein Schlüssel. Oh, wer lässt denn hier Wasser laufen? So. Wie sieht das dort aus hier? Ah. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir ein Spiegelbild haben. Zwar verschwommen, aber wir können uns sehen. Und das ist relativ selten in Spielen. Wie sehen wir denn überhaupt aus hier? Oh, ein schmuckes Gärchen. Das ist eine Unterknieprothese. 4x Achillesprothesen, eine Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Okay, ist das jetzt meine Prothese? Guck mal, der Boden spiegelt sich. Humpel ich irgendwie beim Laufen? Ja, doch, ein bisschen. Wird wohl meine Prothese sein, auch nicht schlecht. Ordentliches Haus hier. Okay. Da Pinsel alles drum und dran. Oh, wieder alles so dunkel hier. Aha. Ahahahahahaha. Okay. Ja, also wir haben zumindest das Gefühl, dass hier Mäuse sind. Ah. Little Winnie and Partner. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 553825. Schnell, effizient und diskret. Kann die letzten auch noch auslösen hier? Nee. Okay, ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, dass hier Ratten sind oder Mäuse bei so viel Fallen. Okay, gehen wir mal nach oben. Vielleicht ist ja da das Büro. Ja. Sowas hänge ich mir mal gerne in mein Haus. Ist aber schön. Noten. Ach, die kann man auch... Oh, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Wenn wir mal einmal einen Spaß machen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, gebe ich zu. Okay. Huh? Jetzt weiß ich gar nicht, wo das herkommt. War das vor mir, oder? Hallo? Ja, das ist mein Büro. Ach, hier ist die Leiter wahrscheinlich umgefallen. Ah, okay. Was ist das denn? I. Warum hängt man sich denn sowas hier ins... Was hat das denn für eine haarige Fratze, sag mal? Oh, die Lenzflasche sieht cool aus. Okay. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder angereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel, Liam Brixton, Verlagshaus Geflüsterte Geschichte. Okay. Vielleicht habe ich gerade psychisch nicht so eine gute Zeit.
Was ist der böse Wolf dann, oder was? Ach, da ist es. Ja, okay, das sieht nicht so freundlich aus für Kinder. Okay. Ja, okay. Ja, schön mit Gedärmchen hier drin. So. Alter. Ja gut, das, da hätte ich mich auch beschwert. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Was ist das hier noch? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Okay. Okay, dann gehe ich mal unten in meine Malerei. Wie nennt man das? Malwerkstatt? Atelier? Ah ja, es ist echt meine Prothese hier. Krieg jetzt auch noch lang. Oh. Okay, hab ich ein Kind? Hatte ich ein Kind? Oder vier? Oh. Juhu. Ein Zinnsoldat. Okay, kein Zinnsoldat, das ist aus Holz, so wie es aussieht. Ein Holzsoldat. Ah ja, okay, wahrscheinlich Papa, Mama und unsere Tochter, so wie es aussieht. Ich meine, es ist auch alles so ein bisschen rosa hier. Okay, das klingt schon mal nicht so gut. Wer weiß, was da passiert ist. Entschuldigung. Da geht's auch nochmal. Wir gucken mal schnell, bevor wir runtergehen ins Atelier. Nur lesen hier. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Aha. Schläft unsere Frau hier? Hallo, Schatz. Ja, das sieht ein bisschen nach Ehekrach aus, würde ich sagen. Oder sie ist so hässlich und hat dann erstmal in den Spiegel geschlagen, was ich nicht glaube. Ah, guck mal, hier spiegeln wir uns nicht. Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Scheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Okay. Oh. Waren da vielleicht unsere Tochter und unsere Frau drin? Ein Ring könnte vielleicht ein Ehering oder so sein. Vielleicht war der Zettel ja auch von mir. Das könnte doch sein. Der Zettel war von mir. Ich habe geschlafen. Da ist auch mein Gehstock. Also, ich habe geschlafen und bin deshalb nicht mitgekommen, als sie in dieses Galactic-Kaufhaus gegangen sind. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat mir Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Okay, also ich habe wahrscheinlich mehr gearbeitet, als mich meiner Frau und dem Kind zu widmen, so wie es aussieht. Oh, Alter. Okay, ein Alkoholproblem habe ich auch anscheinend. Oder wir. Ich denke aber eher ich. Na. Das wird nicht alles so erfreulich hier. Oh Gott. Das war bestimmt jetzt... Kein Wein, so wie das aussieht.
Kann ich den? Habe ich eine Inventartaste oder so? Nee. Ach ja, ich kann nur zoomen, das vergesse ich immer. Naja, auf jeden Fall scheint es hier nichts Positives zu sein. Okay, dann schauen wir mal. Ah ja, kein Inventar. Okay. Ich scheine ein sehr harmonischer Maler zu sein. Alles so schön und entspannt hier aus und nur freundliche Bilder. Oh Mann, ey. Was ist hier drin? Malkasten. Ups. Oh. Schreibt es in die Kommentare. Habe ich auf dem Bild schon angefangen oder nicht? Ist das Kunst oder kann das weg? Okay. Ja, ich habe ein Alkoholproblem. Oh ja, ich habe ein Alkoholproblem. Und ein Pinselsammelproblem. Was ist schlimmer? Ich bin so krank, was und müde. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Aha. Also ist es wirklich so. Ich bin mehr am Arbeiten, als irgendeine Beziehung zu meiner Frau zu führen. Wahrscheinlich dann auch nicht zu der Tochter. Okay, guck mal, was jetzt passiert hier. Aha. Errungenschaft. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Okay. So, das ist jetzt also mein Bild, woran ich gerade arbeite. Entschuldigung. Okay, sieht aus, so Landschaft und dann hat einer Blut drauf genießt. Kann ich irgendwas machen? Nee. Okay, die Errungenschaft hieß, es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Okay. Okay. Was? Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Mhm. Okay. Das Haus hat sich verändert, während wir hier drin waren. Oh. Oh oh, es wird alles dunkler hier. Da ist sogar das gleiche Bild, was in einem Atelier hing. Oh, ruckel, ruckel. Knapp außer... Oh. Okay, das wird ein Spiel für mich. Juhu. Knapp außer Reichweite. Aha. Auch mal hier was zum Aufwischen. Okay, der Raum hat sich wieder verändert. Ist das so ein bisschen wie PT oder so? Oder wie Visage? Sich im Kreis drehen. Ja, malen, nicht schlafen, Alkohol. Oha. Wenn wir sich im Kreis drehen. Machen wir mal. Ah, hätte ja sein können. Ich scheine das Bild sehr zu mögen. Der Tone. Wow. Ah, sehr schön. Oh. 854. 854. Okay.
Kuben. 854. Machen wir mal so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ansonsten drehen wir das ein bisschen. Ja! War das denn so rum? Achso, okay. Dann war es jetzt keine intelligente Heldentat hier. Sieh genauer hin. Die Vergangenheit hält zurück. Achso, die Vergangenheit hält zurück. Sieh genauer hin. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Kann ich den nicht mitnehmen? Das ist aber der gleiche Ring, den ich oben gesehen habe. Vergiss niemals. Ja, vergiss niemals, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass ihr mich auch nicht vergessen habt, weil ich so lange weg war. Würde ich sagen, schön, dass ihr wieder da wart. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei der nächsten Folge von Layers of Fear. Wir zocken es durch. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Ciao.